Nun lassen Sie mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese kleine Ansprache zu unserem 50. Firmenjubiläum mit einem hübschen Scherz beenden. Meine Frau hat eine dicke Freundin. Was? Nur eine? Meine hat zwei. Hä? Was? Ja, was denn? Ist Ihnen das auch schon passiert? Sie haben sich auf Witze verlassen, die dann einfach nicht zünden wollten. Scherze, für die Sie weder Bewunderung noch Dank geerntet haben, sondern lediglich hochgezogene Augenbrauen. Ja, dann waren das vermutlich Open-Source-Witze. Bei der Hochzeit meiner Tochter. Da habe ich einfach schnell einen Witz gegoogelt, ohne auf den Hersteller zu achten. Ich wollte damals einfach etwas Geld sparen. Es war ja nur eine Mittagspause mit den Kollegen. Es war sehr schlimm. Sie ist jetzt geschieden. Ich leide sehr. 40 Jahre lang keine einzige Beförderung. Hätte ich damals doch beim M-Gen gekauft. Das sollten Sie auch tun, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Verlassen Sie sich nicht auf Open-Source-Witze. Kaufen Sie keine halbseidenen Raubwitze unter der Ladentheke. Nein, kaufen Sie Ihre Witze direkt bei M-Gen. Nur M-Gen bietet gesicherte Qualität. M-Gen, das Labor für Markenwitze. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Keine Gewähr zu Langzeitfolgen. Bei Abnahme von mindestens 4 Kilo Witzen pro Monat Rabatte bis zu 0,35%. Willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Labor für Markenwitze. Nein, natürlich dem Podcast zu Esoterik und Religion, zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, erzählt gerne eurem Umfeld von uns, gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts und setzt ein Like bei YouTube. All das hilft es, unsere Botschaft in die Welt zu tragen. Schön, dass ihr da seid. Hallo Oliver. Hallo Jürgen. Hallo Martina. Hallo Martina. Hallo Oliver. Hallo Jürgen. Liebe M-Gen-Hörer. Ich bin heute da, um ein besonderes Problem zu lösen. Bald jährt sich wieder die Zeit im Jahr, wenn Sommer wird und die Leute an Urlaub denken, wenn die katholische Kirche oder die Kirchen im Allgemeinen ihre Austrittszahlen sich trauen zu publizieren. Ich persönlich bin in eine katholische Arbeiterfamilie auf einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg hineingeboren worden. Ich habe dann schon sehr bald, also die ganze katholische Sozialisation mitgemacht und habe allerdings dann das Glück gehabt, dass ich einen Gemeinschaftskundelehrer bekommen habe, der sehr kirchenkritisch und atheistisch war und der hat uns von Karl-Heinz Deschner das Kreuz mit der Kirche empfohlen, also die Sexualgeschichte des Christentums. Und das habe ich gelesen, mich schief gelacht und das hat zu ersten Erosionsprozessen des Glaubens geführt. Und ich habe, um das dann sicher zu machen, noch abermals Greta der Hahn danach gelesen und damit war ich eigentlich durch. Ausgetreten bin ich 1997 aus der katholischen Kirche. Da waren es in einer Religionszugehörigkeit von 66,8%. Dann habe ich mich um andere Sachen gekümmert. Es hat mich nicht mehr weiter interessiert. Bis, und da gibt es eine kleine Vorgeschichte, zu Weihnachten 2020, wo auf Twitter, und ich bin häufiger Twitter-User, auf einmal der Hashtag Wölki hochgepoppt ist und ich zuerst mal realisiert habe, was da eigentlich im Kölner Erzbistum vorgeht. Und die darauf folgenden Monate habe ich dann recherchiert, wie es bei den Kirchenaustritten so aussieht. Also die Webseite kirchenaustritt.de, die kenne ich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Habe die immer verfolgt, habe mich immer genervt, dass wir da so lange warten müssen. Die Österreicher sind mit ihren Zahlen, die österreichische katholische Kirche, innerhalb von 1-2 Wochen zu Jahresbeginn rausgekommen. Nur unsere Kirchen machen da jedes Mal ein großes Bohai darum. Infolge der Recherche bin ich auf euren Podcast gestoßen, ganz einfach. Und habe mir dann einige ältere Folgen angehört. Und auch Olivers NRW 20-Regel war mir da schon ein Begriff.
Aber so richtig interessant wurde es dann, als dann im Juli erst sehr spät die Kirchen ihre Zahlen für 2020 herausgaben, publizierten. Und mit eurer Folge 105, kurz nachdem die Kirchen ihre Austrittszahlen für das Jahr 2020, die für die katholische Kirche die zweithöchsten waren, für die evangelische Kirche die fünfthöchsten. Und da ging es wieder um die NRW-20-Regel. Da musst du mal, wenn ich dich unterbrechen darf, unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was das ist. Und zwar besagt die, dass in Nordrhein-Westfalen jährlich 20% aller Gesamtaustritte in Deutschland stattfinden. Das heißt, durch eine Multiplikation mit 5, Faktor 5, kann man schon aus den sehr früh publizierten Zahlen von Nordrhein-Westfalen, weil da die Amtsgerichte und das Justizministerium dafür zuständig ist, schon mal absehen, wie hoch ungefähr diese Zahlen werden. Genau, das ist eine ganz einfache Daumenregel, von der ich glaube, dass ich sie mal in den Daten gefunden habe. Aber du hast dem Braten nicht getraut, stimmt's? Dem Braten habe ich schon getraut. Du hast allerdings gesagt, dass diese Regel nicht mehr gilt aufgrund des Welke-Effektes. Und dann habe ich zu denken angefangen. Und du hast ja im Prinzip das Rechenbeispiel erwähnt. Also man nimmt die in einem Jahr die Landesaustritte, die stattgefunden haben in dem Bundesland, und setzt sie zum Verhältnis mit den Gesamtaustritten, die im Jahr passiert sind. Und da bist du zum Beispiel bei NRW auf 20,32 gekommen. Und da habe ich mich gefragt, ob es auch für Baden-Württemberg so eine Regel gibt. Und habe mir überlegt, ich modelliere das mal nach, und zwar dann für jedes Jahr. Ich habe mir 11 Jahre ausgesucht, von 2010 bis 2020, und habe dann für Baden-Württemberg, für Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin jeweils den Prozentsatz, den ich den Austrittswillen des jeweiligen Bundeslandes genannt habe, mir tabellarisch erfasst und durchkalkuliert habe. Und da bin ich auf einige interessante, überraschende Erkenntnisse gestoßen. Zum Beispiel gibt es auch eine Bayern-20-Regel. Das heißt, auch in Bayern treten ungefähr jedes Jahr 20% oder jeder Fünfte der Austritt in Bayern aus. Bayern hat doch, also liebe Bayerinnen und Bayern, entschuldigt, aber Bayern hat doch deutlich weniger Bevölkerung als NRW, oder? Stimmt das nicht mehr? Ja, das ist schon richtig. Also das hieß ja, dass sie eine deutlich höhere Austrittsquote haben, stimmt's? Jein, ja. Könnte man so sagen, aber was Bayern auf jeden Fall hat, ist eine höhere Religionszugehörigkeit. Ne? Ah, daher kommt's. Ja, ja. Und so habe ich mir das angeguckt und sind mir einige besondere Werte aufgefallen. Zum Beispiel für Bayern 2010, da habe ich einen Prozentsatz von 24,4% ermittelt. Und da habe ich mich dann gefragt, warum ist der so hoch? Das war der höchste Wert, den Bayern seit 12 Jahren gehabt hat. Und da kam mir die Idee, ja klar, 2010, deswegen habe ich es mir auch ausgesucht, weil den Zeitraum ausgesucht, weil 2010 nun mal der Kirchenmissbrauchsskandal publik wurde oder verstärkt ins Auge der Öffentlichkeit trat. Und ja, aber Canisius-Kolleg ist in Berlin. Warum Bayern? Und ja, ich habe ein gutes Gedächtnis, da ist mir eingefallen, da gab es so Vorfälle um die Regensburger Domspatzen, wo ein gewisser Herr Georg Ratzinger, der Papstbruder, sein Prügelregime etabliert hatte. Das heißt, da wurden systematisch Kinder geschlagen? Ja. In Anführungsstrichen pädagogischen Gründen? Ja. Mhm. Und ich denke mir mal, das hat die Bayern zur Weißglut gebracht. Dass praktisch dazu in 2010 jeder vierte Austritt, der bundesweit geschehen ist, in Bayern passiert ist. Mhm. Und das fand ich auffällig, dass man da so sehen kann, was ist ungefähr in dem Jahr passiert. Ein weiteres Beispiel ist 2014 mit der Abgeltungssteuer. Das heißt, dass Kapitalerträge
die Banken für Kapitalerträge halt auch die Kirchensteuer abführen. Und da sind sehr viele Leute ausgetreten. Allerdings Bayern war da in der Erregung weit unter dem Schnitt. Also das hat sie nicht so sehr interessiert. Das echt? Interessiert. Ja. Interessant. 17,53%. Ja, ich habe dann aus den Austrittszahlen, die ich da ermittelt habe und den ganzen Prozentwerten, habe ich Diagramme erstellt und wollte es dann nachmodulieren. Das heißt, ich habe dann jeden Gesamteintritt des jeweiligen Jahres mit dem Faktor, dem Gesamtfaktor hochgenommen, weil ich hatte ja auch die Summe. Das ist ja hochinteressant. Das heißt, du hast schon mal rausbekommen, dass es eine Bayern 20-Regel gibt und sowas, was zumindest ungefähr eine NRW 20-Regel ist. Jetzt wohnen die Leute, die uns zuhören, ja vielleicht noch in ein, zwei anderen Bundesländern. Hast du denn da auch so griffige Zahlen, vielleicht für Berlin oder für Baden-Württemberg? Weiß ich auch. Hast du es mal durchgerechnet? Ja, natürlich. Berlin ist eine kleine Stadt im Verhältnis. Also Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind bevölkerungsmäßig auf die Bundesländer bezogen. Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind die drei bevölkerungsstärksten Länder Deutschlands. Und Berlin, da habe ich auch die Werte ermittelt. Die waren zum Beispiel, aber die sind wenig aussagekräftig, weil halt 3,2 Millionen Einwohner, das lässt sich schwierig hochrechnen. Das habe ich auch alles geschrieben, wie ich das gemacht habe. Was sehr interessant war Baden-Württemberg. Da bin ich auf eine, die ich dann Baden-Württemberg Faktor 6,5 Regel ermittelt habe. Das bezieht sich dann auf einen Prozentsatz, der ungefähr bei 15,3% liegt. Und die das heißt, 15% aller, entschuldige, 15% aller. Der Prozentsatz, 15,3. Mhm. Und der Faktor wäre 6,25. Also nimmt man dann die ganzen Zahlen der letzten 11 Jahre mal 6,52, dann bekomme ich ein Diagramm, was praktisch die Gesamtaustritte des Jahres, die real passiert sind, nachmodelliert. Und das hat sich in Baden-Württemberg sehr eng angeschmiegt. Und mir ist dann auch die Begründung gekommen, als ich zusammengeschrieben bin, warum das so ist. Du hast rausbekommen, warum sich Baden-Württemberg besser anschmiegt als die anderen Länder. Ja, genau, weil diese 4-5% Unterschied zwischen katholisch und evangelisch in Baden-Württemberg, die sind nah dran an dem Schnitt, wie es auch bundesweit so ist. Ah. Ja. Und in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist mir an den Zahlen aufgefallen, dass die ein bisschen überschießen. Bei Peaks, also Austrittswellen wie 2014 und 2019, und ein bisschen niedriger verlaufen in Zeiten der Flaute, wo es wenig Kirchenaustritte gibt. Hast du eine Vorstellung, wieso das so sein könnte? Ja, wollte ich gerade sagen. Das hab mir lange Zeit Gedanken drüber gemacht, aber ich denke, das liegt an der besonderen Austrittsregel von Nordrhein-Westfalen, dass man nur über das Amtsgericht austreten darf. Und dadurch wird ein höherer Schwellenwert, entsteht ein Schwellenwert, der halt dann überschritten werden muss. In Jahren der Austritte ist der dann höher und in Jahren der Flauten ist er niedriger. Das heißt, die Leute müssen richtig genervt sein, damit sie aus der Kirche austreten. Und wenn sie nicht genervt sind, lassen sie es lieber. Ist meine Vermutung, ja. Mhm. Ja, also ich habe noch mal eine Frage, um das noch mal so deutlicher zu verstehen. Wie sind denn die absoluten Zahlen? Also wir sprechen jetzt hier die ganze Zeit von Prozent. Was ist denn für, sagen wir mal, 2010? Das hattest du jetzt ja eben mal als Beispiel. Was sind denn so die absoluten Zahlen an Austritten deutschlandweit im Jahr? Dass man so eine Vorstellung davon hat, also wie viele das sind. Deutschlandweit sind es bei 2010 326.000 ungefähr. Bundesweite Austritte, die ich als Grundgesamtheit genannt habe. Und zum Beispiel im Jahr 2014, wo eine hohe Welle war, waren es dann schon 487.000. Mhm. 2019 waren es sogar 539.500. Das ist
der bisherige Rekord, wenn man 1992 absieht, was unter anderen Voraussetzungen stattgefunden hat, weil da die Leute aus Ostdeutschland, aus Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung vermehrt ausgetreten sind. Also die haben die einfach eingemeindet, ne? Die wollten die eingemeinden und das haben sich einige nicht gefallen lassen, das ist richtig, ja. Ja, und wie gesagt, es gibt das bisher höchste Jahr, das spielt später noch eine Rolle, ist 1992, da waren es, habe ich jetzt die Zahl nicht parat, 594.000. Also 1992 waren es 554.000 Austritte. Ja, genau. Und das ist der bisherige Rekord und ich gehe davon aus, dass der dieses Jahr überschritten wird. Und nicht nur ich gehe davon aus. Aha! Überschritten. Habe ich unterschritten? Ich habe überschritten. Nein, gut. Ja, wir freuen uns, wenn du sagst, der Rekord wird überschritten, dann freuen wir uns natürlich. Ganz automatisch sehr. Das ist aber eine sehr lange Herleitung. Also fassen wir zusammen. Die Kirchenaustrittszahlen der Bundesländer werden zuerst publiziert in Nordrhein-Westfalen aufgrund des besonderen Austrittsprozederes in Nordrhein-Westfalen durch die Amtsgerichte. Und dann publiziert vom Justizministerium in praktischen ersten Januarwochen des jeweiligen Jahres, also wesentlich früher als die Kirchen mit ihren Zahlen rauskommen. Ich habe mir dann überlegt, ja, wie wird das jetzt für 2021 aussehen? Und da habe ich einen Schätzwert genommen und gesagt, in Nordrhein-Westfalen sind 120.000 ausgetreten. Und dann habe ich mir angeguckt, was das im Prozentsatz ausmachen würde. Und das waren dann 21,8%. Und dann habe ich mir eine Tabelle erstellt von 100.000, 110.000, 120.000, 130.000, 140.000. Höher bin ich nicht gegangen. Und habe dann runtergerechnet von NRW 20 bis NRW 25 in Zehntelabständen. Lass mich mal zwischenfragen. Das hast du gemacht, bevor das Justizministerium die Zahlen veröffentlicht hat. Ja, ich wollte mich vorbereiten. Clever. Okay. Ja. Gut. Ja, und das war auch dann der Fall. Ich glaube, es war. Moment. Ja, genau. Am Morgen des 27. Januar 2022, eine Woche nach Veröffentlichung des Münchner Gutachtens durch die Kanzlei Westphal-Spilger-Rassel, saß ich nichts ahnend bereits früh schon bei einem Kaffee vor dem PC. Plötzlich kamen auf meine Suchkanäle die Zahlen zu den Kirchenaustritten 2021 in Nordrhein-Westfalen rein. Wow, 155.322. Das sprengte sofort meine naiv angelegte Hilfstabelle, die ich ja nur bis 140.000 angelegt hatte. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich musste ja die Grundgesamtheit, also die Gesamtaustritte für 2021, musste ich vorab schätzen. Da komme ich nicht drum rum. Ich bin von 550.000 ausgegangen, weil das so ungefähr die Spitzen von 2014 und 2019 abdeckt. Und das wäre allerdings dann ein Prozentsatz von 28,2% gewesen. Das heißt, jeder Dritte, wenn diese Schätzung stimmt, wäre in Nordrhein-Westfalen ausgetreten. Und das ist viel zu hoch. Dann habe ich natürlich jeweils mit 50% Schritten das Ganze hochgesetzt auf 600.000. Da wären es dann schon 25,9%-Satz. Dann aus 650.000... da wären es dann 23,9%-Satz und das hat mir eigentlich am besten gefallen, weil, wie ihr euch erinnern könnt. Also darf ich dazwischen fragen? Ja. Du gern. Machst diesen Umweg, was erstmal wie ein Umweg klingt, weil du der NRW-20-Regel nicht mehr traust, weil der Wölki so ein Arsch ist und es wirklich jeder mitbekommen hat. Richtig. Das heißt, du sagst, bestimmt müssen mehr Leute ausgetreten sein in NRW. Ja. Okay, verstehe. Und deshalb kannst du das nicht einfach die Zahl vom Justizministerium mit 5 multiplizieren und bam, Bob ist dein Onkel, sondern du sagst, nee, Leute, das führt zu nichts. Ne? Deshalb deine Überlegung. Ich muss das abschätzen. Und 23,9%-Satz, also für 650.000 angenommenen Austritten, das liegt eigentlich relativ nah an der am Austrittswillen von 24,4 von Bayern 2010. Also es ist in ähnlichen Größenordnung. Ähnlicher Skandal, ähnliche Größenordnung.
richtig, für das einzelne Bundesland. Und dann habe ich noch einen weiteren Wert ausgerechnet mit 700.000. Da wäre dann der Prozentsatz nur 22,2. Und das ist aufgrund der erwiesenen Wölkewelle, die stattgefunden hat. So hohe Zahlen gab es in Nordrhein-Westfalen noch nie. Dann auch wirklich zu niedrig. Und so habe ich das Ganze eingependelt, um überhaupt mal zu wissen, worauf ich schauen muss bei der in Folge dann passierenden Feldforschung. Die Tabelle, von der ich bis jetzt geredet habe, das ist die Tabelle 1, die nannte ich Rückblick und Prognose mit den ganzen Diagrammen, die ich da erstellt habe und den Tabellen, die da untergeordnet waren. Und dann habe ich ab Januar was anderes gemacht, und zwar die Tabelle 2. Und die nannte ich Feldforschung. Und da habe ich morgens, mittags und abends jeweils über die Suchmaschinen recherchiert, was für Kirchenaustrittszahlen publiziert worden sind. Es ist ja die Zeit, wo sie zum Beispiel schon mal von so einige Gemeinden erste Zahlen von Kirchenaustritten publizieren, zum Beispiel bei der Silvestermesse oder sowas in der Art. Sobald eine Stadt oder Gemeinde fand, die Austrittszahlen ohne Bezahlschranken veröffentlichte, legte ich eine Datenzeile an mit Spalten für Bundesland, das war die erste, mit Austritten 2021, mit Ortsnamen und Vergleichswerten aus 2019 und 2020, die ich dann in Steigerungsraten zu 2019 und 2020 umrechnete, wobei die Austrittszahlen aus 2019 und 2020 jeweils als Grundwert gesetzt wurden und die aktuellen Zahlen von 2021 als Prozentwert im Verhältnis dazu. Ein kleines Beispiel habe ich da später auch genannt, das ist zum Beispiel Köln. Da hatte ich die Zahlen, die kamen auch relativ früh im Januar raus und das waren diese bekannten 19.340. Ist das viel oder wenig? Das ist sehr viel. In Köln ist ordentlich die Post abgegangen. Und das ist jetzt die Stadt Köln, nicht das Erzbistum? Das ist die Stadt Köln. Okay, cool. So, das heißt, du hast die Zahlen, die bekannt wurden, in dein Modell eingefügt, um es präziser zu machen, die Vorhersagen präziser werden zu lassen. Richtig, das waren jetzt die realen Zahlen. Genau. Und da hast du ja, das hast du mir ja geschickt oder hast du uns ja geschickt, aber immer mit Updates zwischendurch. Das waren ja wirklich Hunderte. Ja. Das heißt. 319. Okay, 319. Ja, cool. Orte, verschiedene Orte. Und konvergieren denn die Zahlen? Ich meine, hast du den Eindruck, du kannst das jetzt abschätzen? Ja, das war meine Grundidee, das so zu machen. Und zwar nach der Formel Grundgesamtheit 2019 oder 2020. Also 2019 hat eine rote Markierung, 2020 hat eine blaue Markierung, mal Mittelwert der Steigerungsraten durch 100. Und die 100 zum Beispiel dadurch, weil mit Köln hatte in Köln die Steigerung 192% zu 2019 und 278% zu 2020 betragen. Das ist gleichbedeutend mit dem 1,92-fachen und 2,78-fachen des Jahres 2001 und 2020. Das heißt, die Katholiken sind ernsthaft sauer. Die Katholiken sind furios wütend. Ach, das freut mich. Im Prinzip ist es so, wir können das Gesamtaustrittssystem eines Jahres uns vorstellen wie kommunizierende Röhren. Ihr kennt das Beispiel aus dem Physikunterricht. Wenn man unterschiedliche Gefäße hat, unterschiedliche Röhren, die können auch verschiedene Formen annehmen und man kippt oben Wasser rein, steigen die alle auf eine gewisse Höhe. Und zwar exakt auf die gleiche Höhe. Was sich allerdings ändert bei den Gesamtaustritten ist, die Durchmesser nehmen ab. Zum Beispiel bei kleinen Ländern wie Berlin, weil sie überproportional zu den großen Fässern wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen oder auch Baden-Württemberg nicht mehr mithalten können. Und so tariert sich das aus. Und meine Frage war, oder meine erste Vermutung war, wie aus den Zahlen, die ich ja vorher in der Tabelle 1 gewonnen hatte, konnte ich schon mal abschätzen, wie das ist. Zum Beispiel Berlin, bin ich dann auch drauf gekommen, hat 19.962 Austritte 2021 verzeichnet. Das sind die zweithöchsten seit den letzten 12 Jahren.
Allerdings der Prozentsatz ist 3,28 und das ist der geringste der ganzen Zeit. Und das ist klar. Und deswegen habe ich auch Berlin als kleine Stadt bezeichnet. Das war kein Versuch einer Beleidigung. Das war einfach eine Tatsache, dass die da nicht mehr mithalten können, wenn in Nordrhein-Westfalen 155.322 austreten. In diesem kommunizierenden Röhrenverhältnis. Ja? Mhm. Das heißt, die Röhre von Berlin hat in diesem Jahr abgenommen. Der Durchmesser der Röhre in Berlin hat in diesem Jahr abgenommen. Weil einfach nicht mehr so viele Leute da sind, die noch in der Kirche sind. Und der Durchmesser für Nordrhein-Westfalen, da habe ich jetzt zwei Schätzungen. Der ist entweder 23,9, das hieße, es wären 650.000 Menschen ausgetreten aus den Kirchen bundesweit. Oder, für Nordrhein-Westfalen. Oder 25,9. Und das wären dann 600.000. Das heißt, du rechnest mit Austrittszahlen zwischen 600.000 bis 650.000, sogar noch mehr. Also, ihr dürft diese Mittelwertsteigerungsraten, das war eine riesige Formel. Und so habe ich praktisch unter den ganzen. Lest euch mal in Ruhe durch, es hat echt Spaß gemacht. Es gab, wir müssen es jetzt abkürzen, das sehe ich auch ein. Martina will auch noch dran. Was auf jeden Fall passiert ist, ist am 9. März. Also zwischenzeitlich hatte ich mich auf die 650.000 festgeschossen. Ich habe gesagt, es sind 650.000 ausgetreten bundesweit. Dann passierte aber Folgendes, und da kommen wir ja dann später noch dazu, von Martinas Seite. Die EKD hat am 9. März, als gerade die DBK-Frühjahrsversammlung ihrer Konkurrenz tagte, ihre Zahlen für das Jahr 2021 früher veröffentlicht, als sie das jemals zuvor gemacht hat. Das war für mich eine Riesenüberraschung. Das hat es vorher noch nicht gegeben, als ob sich die EKD deutlich von der DBK absetzen wolle, die offensichtlich den Schuss immer noch nicht gehört hat und auf Zeit spielt, wie sie es immer getan hat, von wegen die Evangelien sitzen auf ihren Zahlen. Das war immer so einer meiner Vorwürfe. Für mich hieß das allerdings Back to the Bench. Die Werte von EKD von 280.000 Austritten 2021 waren zwar hoch, etwas mehr als 2019, aber für meine Prognose viel zu niedrig. Ich gab den neuen Wert in Tabelle 1 ein und schnell war absehbar, also in die von Anfangstabelle vom letzten Jahr, war absehbar, dass so viele mehr allein aus der katholischen Kirche auch nicht ausgetreten sein können. Also ließ ich meine Hochrechnung von ca. 660.000 nicht mehr halten. Und dann bin ich wieder zurückgegangen auf die 600.000. Das hieße allerdings, dass 25,9%, das wäre wirklich ein sehr hoher Prozentsatz für Nordrhein-Westfalen. Ich traue dem nicht so ganz. Also ich glaube, ich habe in die Tabelle geschrieben, dass es halt doch mehr wie 600.000 sind. 600.000 sind die untere Schranke, die ich eingehe. Da kommen wir nochmal ein Beispiel zurück. Also ich habe auch Kontakt zur GPS Freiburg aufgenommen und die haben mir empfohlen, mich an Carsten Freck von Forward, der Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, zu wenden, der auch diese statistischen Untersuchungen macht. Und der hat mir auch zurückgeschrieben. Sehr freundlich. Um es abzukürzen, immerhin war nun eine weitere Variable gegeben durch die EKD-Zahlen, 280.000. Heißt, wenn die Zahlen so aussehen wie 2020 mit beiden Kirchen gleich auf, wären das mindestens schon mal 560.000 Austritte. Bezieht man sich zurück auf die Werte von 2019 mit insgesamt 539.000 Austritten, wären das mit plus 40.000 allein in Nordrhein-Westfalen, das konnte ich ja in der Tabelle ablesen, wie viel das da der Unterschied war, sogar 580.000 Austritte unter dem Vorbehalt, dass sich in den anderen Bundesländern zu 2019 nicht viel geändert hat. Aber das ist anders, weil es nun mal ein kommunizierendes Röhrensystem ist. Und ich habe Hinweise dafür, dass die Austritte auch in Bayern sehr, sehr hoch sind. Da habe ich, weil du gerade vorhin gefragt hast, Stadt München, Bistum München, da habe ich ein schönes Beispiel aus Bayern. Nordrhein-Westfalen habe ich als
habe ich in meiner Ausarbeitung oft erwähnt. Doch wie sieht es in Bayern mit dem Wölki-Effekt aus? In Bayern habe ich mit 125 Orten die meisten Datenpunkte. Da sticht zum Beispiel so ein Wert wie die Stadt München von 22.323 heraus, der im Vergleich zu 2020 allein schon mal fast so viele Austritte beinhaltet, wie 2020 im Bistum München-Freising insgesamt vollzogen wurden und der größte überhaupt war von allen aufgeführten Großstädten. Nur von den Zahlen der Stadt München 2021, wo nur noch 4.800 zu den bisherigen Höchstzahlen von 2019 im Bistum München fehlen, lässt sich schon mal absehen, dass die Katholiken in Bayern die Wölki-Welle deutlich mehr interessiert hat als die Debatte um die Abgeltungssteuer von 2014. Im Hinblick auf 2019 war das Interesse ähnlich groß, wenn nicht sogar größer. Dann kommen wir schon zum Fazit. Machen wir es mal kurz zum Fazit und der Nachbetrachtung, das sind wir durch. Die Bindung der Katholiken zu ihrer Kirche ist stärker als bei den Protestanten. Kein Wunder. Die Katholen kriegen in ihrer Kindheit auch mehr Höllenandrohung frei Haus mitgeliefert. Umso länger wird es noch dauern, bis dieses katholische Lügengebilde, das viele Existenzen zerstört hat, nicht nur der von Klerikalen missbrauchten, endgültig in sich zusammenbricht. Wie es Jörn und Ramona drüben beim Ketzer-Podcast sinngemäß schon sagten, angesichts dessen, was passiert ist, sind die bundesweiten Kirchenaustritte immer noch ein Getröpfel und kein Strom. Trotzdem, wie bereits der Bonner Kirchenrechtler Norbert Lüdecke im Deutschlandfunk konstatierte, vollzieht sich das Kirchenaustrittsgeschehen in Wellen, aber jeder Peak pendelt sich auf höherem Niveau ein als zuvor. Das werden wir auch dieses Jahr sehen, zumal es im Corona-Jahr Nachholeffekte gab und der anschwellende Boxgesang um Kardinal Wölki nie nachließ. Insgesamt habe ich in meiner Feldforschung eine Teilmenge von 263.000 Austritten erfasst. In Wirklichkeit sind es sogar mehr inzwischen. An 319 Orten in 11 Bundesländern. Die Grundgesamtheit der Austritte wird die von 2019 deutlich übertreffen und auch den bisherigen Rekordwert aus dem Jahre 1992 hinter sich lassen. Ich gehe davon aus, dass wir in der Summe 600.000 Kirchenaustritte erreichen werden, plus minus 20.000. Das wäre eine Austrittszahl von 320.000 bei den Katholiken, ein absolutes Rekordniveau. Das bedeuten würde, dass 100.000 Katholikinnen mehr als im Corona-Jahr sich von den Papstanbietern verabschiedet haben. Und damit war mein Text fertig. Damit hatte ich mich festgelegt. Das ist die untere Schranke. Was mir dann allerdings noch passiert ist, das habe ich euch auch geschrieben. Ich bin dann, einen Tag nachdem ich es euch an euch geschickt habe, den Schlusstext, bin ich dann auf einen Artikel von FOWID, Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, gestoßen. Der war vom 25. Februar 2020 zum gegenwärtigen Forschungsstand der Kirchenaustritte in 2021, den ich gerne zur Gänze verlinken will. Zitat. Im FOWID-Artikel folgendes Zitat, das mich an vorgestrigem Abend nach der Fridays for Future-Demo sehr erfreute. Aus den nachfolgenden Zahlen für einzelne Städte und Bundesländer lässt sich jedoch eine Tendenz ableiten, die daraus hinausläuft, dass die gesamte Kirchenaustritt sich auf rund 650.000 und mehr Kirchenaustritte belaufen werden können. Damit wäre die höchste jährliche Austrittszahl 1992 mit 554.000 Austritten deutlich übertroffen. Hatte ich also doch recht gehabt mit meiner ursprünglichen Annahme von 660.000 vom zweiten Glücksmoment meiner Feldforschung? Das war nämlich genau da, als ich die Zahlen, die ich durch die Mittelwertsteigerungsangaben als zur Hochrechnung umgerechnet hatte, die schon 660.000 ausriefen. Und schon da war das eine untere Schranke. FOWID hat ganz andere Recherchemöglichkeiten als jemand wie ich, der die Zahlen aus den Lokalnachrichten oft hinter Bezahlschranken zusammenklauben musste. Sie haben Zugang zu den statistischen Daten von Bund und Ländern und sicher auch Standesämtern. Und mit Gewissheit haben sie auch mehr Kenntnis der Forschung mit statistischen Mitteln. Nichtsdestotrotz treffen wir uns auf
ähnlichen Beobachtung des Austrittsgeschehens. Allerdings war die Veröffentlichung von Frohwig 2 Wochen vor dem Austrittszahlen der EKD am 9. März. Also ändere ich jetzt meine Vorsage von 600.000? Nein, das werde ich nicht tun und vorwiegend aus Vorsicht. So bestätigt sich einfach meine Vorgehensweise der unteren und oberen Schranken. Ich mache jetzt seit 4 Monaten. Ich gehe davon aus, dass 100.000 Katholiken mehr als 2020 ausgetreten sind, also 320.000. Vorwiegend sieht nie dagewesene Austrittszahlen allein bei den Katholiken um 100.000 zu 2019 voraus. Das wären dann sogar 370.000 Katholiken, die ausgetreten sind. Ich bleibe bei meiner unteren Einschätzung und werde mich umso mehr darüber freuen, wenn Vorwiegend mit ihrer höheren Einschätzung recht behält und das ordentlich feiern. Unabhängig davon wird das für die katholische Kirche im Sommer das absolute Desaster und weitere werden folgen. Aber ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Ich habe noch eine Frage. Vielleicht bist du bereit, dich ganz weit aus dem Fenster zu lehnen. Jetzt gibt es ja schon einige Zahlen über die Kirchenaustritte im ersten Quartal 2022. Wenn wir das aufnehmen hier, ich glaube, heute ist der 28. April. Stimmt das überhaupt? Ich glaube, heute ist der 28. April. Und kannst du dich schon so weit aus dem Fenster lehnen, dass du vielleicht mit der Hilfe deines Modells ungefähr die Größenordnung projizieren kannst, ob wir auch in diesem Jahr 2022 wieder mit einem Austrittsrekord rechnen können? Die Frage ist leicht zu beantworten. Die Antwort ist jein. Denn das ist mir zu unsicher, das jetzt aufgrund eines Quartals schon zu machen. Allerdings kann ich euch sagen, ich habe in meinem Dokument auch eine schöne Grafik von Google Trends angefügt, in der nach dem Suchbegriff Kirchenaustritt gesucht wird, und es aufgezeichnet wird in den letzten 5 Jahren. Und da ist zum Beispiel, die können das selber, Google Trends, kein Problem, beziehungsweise halt dann in meinem Dokument. Und da ist die Milky Way schon mal klar ersichtlich. Aber was jetzt kommt, ist ein Razzi-Peak. Deswegen habe ich auch geschrieben, guckt euch an, es sieht fantastisch aus. Nach der Wölkiwelle ist vor dem Razzi-Peak. Und zwar, der Razzi-Peak ist jetzt momentan die 100%. In Google Trends wird es mit Prozent gemacht. Und die Wölkiwelle, die geht ungefähr so bei 54%. Also da könnt ihr schon mal den Unterschied sehen, der jetzt auf die Kirchen zukommt. Weil auch das wird im kommunizierenden Röhrensystem der Kirchenaustritte eines Jahres wird es seine Folgen zeigen. Wow, also ganz, den Razzi-Peak, ja? Der Razzi-Peak, den sage ich voraus. Deswegen cool. Ja. Und mir ist das ja ein völliges Rätsel, dass die Leute jetzt merken, was das für ein Typ ist. Dass sie das nicht vorher gemerkt haben, sondern also jetzt können wir den nicht mehr leiden. Vorher jetzt nicht. Und vorher war der total Knorke, oder was? Na, nicht von ungefähr hat die ARD einen Brennpunkt darüber gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, an dem Tag, als das Gutachten rauskam in München. Da wurden Fälle genannt und deshalb zur Primetime im öffentlichen Fernsehen, die an Monstrosität nichts übrig lassen. Und ich weiß, ihr beschäftigt euch mit dem Thema schon sehr lange. Ich habe auch eigentlich alle Folgen, die ihr dazu publiziert habt, gehört. Manche musste ich abstoppen und in Portionen hören, weil sie einfach zu krass waren. Zum Beispiel auch die Vorfälle in Trier, die ihr mal geschildert habt bei diesen Nonnen. Ja, ja. Genau, ja. Also da musste ich echt mehrmals stoppen. Das ging mir echt wirklich Content-Warnung mäßig. Hat mich das getriggert. Ganz einfach. Das war furchtbar. Auch schön. Ja. Und wie gesagt, Lüdeger hat gesagt, die Kirchenaustritte werden auch in den nächsten Jahren immer weiter ansteigen. Der Zentralrat der Konfessionsfreien hat schon jetzt vorausgesagt, dass es 2032 eine absolute Mehrheit an Konfessionsfreien geben wird in Deutschland. Aufgrund der Austritte der Bevölkerung aus der katholischen Kirche, der Fluchtbewegung aus der katholischen Kirche und der evangelischen auch. Ja, super, Jürgen.
Vielen Dank für die ganze Mühe, die du dir gemacht hast. Du hast dich ja wirklich komplett da reingefuchst. Und ich weiß, du hast dir vor der Aufnahme Sorgen gehabt, dass da vielleicht ein bisschen zu viele Zahlen vorkommen. Ja. Aber ich kenne ja unsere Hörerinnen und Hörer. Je mehr Zahlen, desto besser. Ich hätte euch noch viel mehr Zahlen geben können. Ich hab Aschaffenburg zum Beispiel. Da ist mein Echo ist so ein Online-Organ. Online-Publikation oder Online-Journal und die haben die ganze Region um Aschaffenburg, mein Spessart, mein Tauber und noch eine Kleinstadt dazu, die haben seit 2017 jede einzelne Austrittszahl veröffentlicht, für jede Gemeinde. Mhm. Das sind so kleine Gemeinden wie Rollbach dabei, die 1688 Einwohner haben. Und das ist eine gigantische Datenflut. Und die hat mir einiges Kopfzerbrechen gemacht, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und das ist eine ländliche Region, das war ja das Wichtige. Städte hatte ich ja genug, aber das war eine ländliche Region. Und die um ungefähr 525.000 Einwohner umfasst. Und auch da waren 5.900 Austritte. Und das ist praktisch eine Zahl, die sich hinter Dresden oder Stuttgart nicht verstecken muss. Für eine ländliche Region im katholischen Unterfranken in Bayern. Und wie gesagt, da wird einiges noch kommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jede Gemeinde, die ich da nachgeschlagen habe, auf der Wikipedia und so weiter, habe ich nachrecherchiert. Zu vielen Orten und Städten habe ich auch persönliche Beziehungen gehabt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Recherchearbeit. Zumal die anderen Themen in der Politik zurzeit nicht sehr gut aussehen. Ja, super. Vielleicht noch zu dem Thema. Super Schlusswort. Der Generalanzeiger schreibt ja schon dazu, weil du ja die Austrittszahlen jetzt des ersten Quartals auch angesprochen hast. Welcher Generalanzeiger? Der Generalanzeiger ist eine Zeitschrift, eine unabhängige Tageszeitung aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Und der titelt vor Ostern: Neuer Rekord bei Austritten aus der Kirche. Zahl steigt in Bonn und Region stark an. Dramatische Lage im rechtsrheinischen Kreis. Und hier dramatische haben sich Lage. Ja, also gar nicht tendenziös oder so. Ne? Und hier haben sich also auf jeden Fall die Zahlen, also Moment, ein Plus von 38%, also im ersten Quartal. Es wird wahrscheinlich der Jürgen direkt anfangen zu rechnen wieder. Das ist natürlich noch viel mehr Informationen. Nee, und ein schönes, das, ja. Also, ja, okay. Und vielleicht hier das Schlusswort von Georg Betzing ausnahmsweise. Der sagt nämlich bei der Frühjahrsvollversammlung in dem Zusammenhang, die Gläubigen kehren der Kirche in Scharen den Rücken. Also zumindest das hat er richtig erkannt. Ne? In Scharen den Rücken kehren, bitte weiter so machen. Und das bestätigt ja auch das, was Jürgen, was du ja wirklich so kunstvoll, wie ich finde, ausgerechnet hast. Das ist Razzi-Peak. Das ist der Razzi-Peak. Ja, es ist der Razzi-Peak. Wir sprechen ja gleich noch über auch Austrittsgründe, die identifiziert wurden. Und das glaube ich auch, dass es der Razzi-Peak ist. Aber tatsächlich gibt es noch so ein paar andere Gründe, die dazukommen. Und die passen ganz gut auch zu dem, was du rausgefunden hast an der einen oder anderen Stelle. Gut, es ist großartig, muss ich noch sagen, dass wir jetzt einen Außenreporter in Kirchenaustrittsfragen haben. Und wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wir bedanken uns vor allem bei unserem Gast Jürgen, der heute mit dabei war. Wenn ihr mögt, gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts oder setzt ein Like bei YouTube. Tschüss! Tschüss!